Herzlich willkommen zurück zu VVVVVV und da habe ich es gerade wieder verbockt. Bin in der Kante hängen geblieben. Ich gehe mal hier runter. Gucken, was es hier so gibt. Bin ich auf jeden Fall wieder woanders als vorher. Oha, was ist das denn? Sieht aus wie ein großer, freier... Ein Teleporter, sehr schön. Sieht aus wie ein großer, freier Raum. Yep, ist es wohl auch. Und am Ende ein kleiner Tunnel, der hierhin führt. Und wer die Demo gespielt hat, der kennt das vielleicht. Das ist, glaube ich, der Level aus der Demo. Hier gibt es ein neues Spielelement, nämlich diese weißen Linien. Die ändern die Gravitation für einen, wenn man sie berührt. Ist zum Anfang noch ganz nett. Man kann aber auch andere Sachen damit machen, wie zum Beispiel sowas hier. Und es gibt hier natürlich auch in Senkrecht, aber das kommt dann gleich. Das macht es ein bisschen gemeiner, sowas hier zum Beispiel. Insbesondere kann man halt dann mit diesen Senkrechten mitten in der Luft, wenn man es richtig macht, die Richtung wieder umdrehen. Und der Key, Moment, was? Achso, um diese Dimension zu stabilisieren, war das Wichtigste oder das Schlüsselelement dazu, eine balancierte Kraft außerhalb aufzubauen oder zu erzeugen. Obwohl, eigentlich sieht das nur aus wie eine temporäre Lösung, wenn überhaupt. Ich habe an was mehr Permanenten gearbeitet, aber wahrscheinlich wird es zu spät sein, dass ich das habe. Ich frage mich... Also hier, ne? Hier zum Beispiel kommt das dann ins Spiel, dass man mitten in der Luft umdreht, um sich dieses Trinket zu verdienen. Ah, hab ich da gerade geglitscht? Ich weiß nicht. Check! Yay, ein Trinket! 25. Und das Gemeine ist, dass hier so ein blöder Checkpoint sitzt. Das heißt, ich muss hier alles nochmal zurück. Ja, nicht alles, aber... Macht es ein bisschen schwieriger. Ist okay. Es ist nicht unschaffbar. Wie gesagt, im Gegensatz zu Aeron ist das hier zum Teil auch schwer, aber halt machbar und nicht... Also es ist nicht schwer, weil man einfach nichts sieht oder weil die Steuerung scheiße ist oder man pixelgenau irgendwas tun muss. Aber das Spiel einem vorgaukelt, man könnte noch weiter vorne tatsächlich stehen. Sondern hier kann man wirklich alles erkennen, was Sache ist. So muss ein guter Plattformer sein, meiner Meinung nach. Man kann alles erkennen und es kommt wirklich nur darauf an, wie gut man ist, wie gut man koordiniert. Syntax-Error. wie man koordiniert oder wie schlecht man koordiniert, je nachdem. Und deswegen ist dieses Spiel hier einfach gut. Behaupte ich jetzt einfach so. Wer anderer Meinung ist, der darf gerne einen Kommentar schreiben. Andererseits, würde jemand, der das Spiel nicht gut findet, wahrscheinlich nicht bis zur dritten Folge durchhalten. Von daher, glaube ich, rede ich zu Gleichgesinnten. Ich habe das Spiel übrigens schon mal durchgespielt, deswegen kenne ich den Trick hier. Free Your Mind ist eine Anspielung an Matrix. Spring einfach. Das heißt, drück nach rechts, mach den Sprung einfach. Und alles geht gut, wie man sieht. Nicht drüber nachdenken, einfach tun. Kurz danach allerdings... Hört das dann natürlich auch wieder auf. Hier. So. Barani. Erschöpft? Fragezeichen. Der Entanglement-Generator. Entanglement ist Verschränkung, genau. Verschränkungsgenerator. Was ist hier hinten? Ey! Ey! Okay, so. Ey! Da will ich hin. Ein Terminal! Forschungsnotizen. Zugang zum Kontrollzentrum ist immer noch möglich. Durch die Hauptatmosphärenfilter. Oh, da war ich aber schon. Offensichtlich war ich da schon. Wenn der Captain das sagt, dass er da schon war, dann war ich da schon. Und da ist das sechste von 20 Trinkets.
Yeah. Ich frage mich, ob ich 18 Trinkets brauche, um die letzte oder die eine Musik freizuschalten. Oder ob ich noch 18 Trinkets brauche. Weil es ja in Summe 20 sind. Aber da ich hier einen Teleporter habe, kann ich ja direkt nachschauen. Zack. Collect Trinkets to unlock new songs. Ja. Next unlock 18. Okay, ich brauche tatsächlich 18 Stück. Nicht noch 18. Ich habe, weil ich das, als ich zum ersten Mal angeguckt habe, hatte ich 2 Trinkets und dachte mir, könnte ja sein, dass ich nicht 18 brauche, sondern noch 18, weil es ja 20 gibt, dass ich quasi alle bräuchte für die Musik. Aber nein, ich brauche 18, okay? Und hier oben. Das sieht schwierig aus, ist aber eigentlich ganz einfach. Das ist das 7. Trinket. Nur der Rückweg, der ist nicht einfach. Ich weiß auch nicht warum. Hinzu ist es einfacher als zurück. Keine Ahnung warum. Stehende Welle! What? Da bin ich. Ich habe gerade unten gelesen, bin einfach weiter. Hab einfach weiter gedrückt. Hey, es hat funktioniert. Das war blöd. Oh. Nose. Nose. Nein. So, wie komme ich da jetzt rein? So komme ich da rein. Nein. Nein. Na, komm schon. Ich habe, wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal schon mehrfach sogar durchgespielt. Nicht zuletzt Demo. Aber es ist schon eine Weile her. Ey, come on. Und es ist spät abends. Deswegen bin ich gerade ein bisschen unkonzentriert, glaube ich. Aber gut. Ich gebe mein Bestes. Und zwar hier. Ja, geschafft. Haha, ihr Schweine da oben. Ich bin euch entkommen. Und ich bin mir sicher, hier. Ja, war ja klar. Purest Unobtainium, das 8. von 20 Trinkets. Unobtainium ist so, ja, das englische Wort für so einen Stoff, den man eigentlich nicht bekommen kann oder darf oder so. Ich weiß gerade nicht mehr genau den Zusammenhang, woher das kommt. Ich meine, das ist einfach so eine Art Plot-Device. Serien oder Büchern oder so. Das ist ein bisschen lächerlich. Es ist, glaube ich, so gedacht, dass man das so macht. Aber wenn man einfach richtig anhält bei der senkrechten Linie, dann kann man das auch einfacher machen. Captain, steckst du hier auch fest? Nein, es ist okay. Ich bin hier, um dich zu retten. Lass mich hier alles erklären. Blablabla, Technobubble. Was? Ich habe nichts davon verstanden. Ach, egal. Keine Sorge. Folge mir. Alles wird gut sein. Wirklich? Okay. Tada! Philadelphia-Experiment. Warum Philadelphia-Experiment? Ich habe keine Ahnung, warum Philadelphia-Experiment. Wahrscheinlich, weil er hier eingesperrt war und... keine Ahnung. Da fehlen die Wächter. Uah, was ist das denn? Captain, geht's dir gut? Mir geht's gut, aber das ist nicht das Schiff. Wo sind wir? Uah, irgendwas ist schiefgelaufen. Wir sollten einen Weg zurücksuchen. Oder genau gesagt, finden. Folge mir, ich helfe dir. Versprech mir, dass du nicht ohne mich abhaust. Natürlich, keine Sorge. Genau, ich muss jetzt hier unten dadurch. Also ich muss jetzt da unten. Oder sie. Keine Ahnung. Da unten durchlotsen. Das Besondere ist, er oder sie bewegt sich immer dann auf mich zu, wenn ich nicht an der Decke bin. Also wenn ich unten bin, läuft er oder sie mir mit einem gewissen Abstand hinterher. Ach so.
beide Richtungen. Aber oben halt nicht. Wenn ich oben stehe. Geht's dir gut da unten, Doktor? Ich will heim. Wo sind wir? Wie sind wir überhaupt hergekommen? Violet hat gesagt, dass die Interferenz in der Dimension, in der wir gecrashed sind, irgendwelche Probleme mit dem Teleporter gemacht hat. Und ich vermute, dass irgendwas schiefgelaufen ist beim Zurückteleportieren. Aber wenn wir einen anderen Teleporter finden, dann denke ich, können wir zurück zu unserem Schiff. Sniff. Muss ich alles für dich tun? Ich glaube ja. Nause. Okay, wie mache ich das? So mache ich das. Komm ein bisschen näher. Und jetzt kannst du durch. Sehr gut. Und jetzt bleib nah, jetzt bleib nicht bei mir. Captain, warte auf mich. Bitte lass mich nicht zurück. Ich will keine Last sein, aber ich habe Angst. Ach, keine Sorge, Victoria. Ich schaue nach dir. Ich kümmere mich um dich. Ja, das kam close, but not too close. Das war zu nah. Genau, now stay close to me, bleib nah bei mir, aber nicht zu nah. Jetzt drauf! Okay, doch nicht. Dann kurz warten. Jetzt drauf, aber nicht zu nah, weil sonst läuft sie dann nach rechts in die Stacheln rein. Es ist eine sie, Victoria. Okay. Hab keine Angst. Wie läuft es hier darüber? Ich würde sagen, schnell, also... So. Aber hier dann wahrscheinlich langsam, nehme ich an. Damit sie nicht in die Stacheln reinläuft. Tu, was ich sage. Wir werden hier nie rauskommen, oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wo wir sind, oder wie wir rauskommen. Naja, aber offensichtlich. Naja, stehen bleiben oder zurückgehen ist keine Wahl, ne? Wir müssen weiter. Nochmal, also tu, was ich sage, aber nicht, was ich tue. Moment. Sie kann nur oben hin, nicht wahr? Das heißt, wenn ich da jetzt rübergehe, während meine Plattform oben ist, wird sie runterstürzen. Sie muss rübergehen, während meine Plattform unten ist. So klappt das nicht. So auch nicht. Ich muss also wahrscheinlich erstmal kopfüber da rüberlaufen. Dann... Genau, dann kann ich den hier machen mit ihr. Ah, das war zu weit. Nein, das war zu früh. So, jetzt. Sehr gut. Und ich? Wie war das? Lass mich nicht zurück? Hallo? Was ist mit mir? Na ja, gut, der obere Teil ist ja der einfachere. Ich werde da oben nicht zerquetscht. So. Nicht den Kopf stoßen. Wir werden für immer verloren sein. Ach, komm schon. So schlimm ist es doch gar nicht. Ich habe ein Gefühl, dass wir bald wieder zu Hause sind. Wir können nicht allzu weit weg von meinem Teleporter sein. Ich hoffe, du hast recht, Captain. Ja! Versuch da zu bleiben. Wow, okay. Also erstmal direkt am Anfang. Ja, noch ein bisschen. Ja. Ah, das ist ätzend. Das ist ätzend. Oh, meine Güte. So kann ich arbeiten. Ja, so kann ich arbeiten. Jetzt gehst du mal dahin. Oh, komm schon, da habe ich zu früh. Okay, das war blöd. Da sind wir gleichzeitig gestorben, immerhin. Vermissen wir uns nicht gegenseitig. Sehr schön. Oh, das war knapp. Hey, wo bleibst du? Komm mit. Ach so, ja, natürlich. Ist ja hoch. So. Bend your head. Bend your head. Meinte ich natürlich. Captain, du hattest recht. Ein Teleporter. Puh. Hast mir echt schon Sorgen gemacht. Ich dachte, wir würden nie wieder einen finden. Was? Wirklich? Ach, egal. Komm, lass uns zum Schiff gehen. Yay.
Und wunderbar, damit habe ich noch einen Crewmitglied gerettet. Victoria, erzähl mal! Warum hat uns der Teleporter in diese schreckliche Dimension geschickt? Was ist passiert? Ich weiß es nicht, Doktor. Warum? Ich habe schon ganz viele Trinkets, ne? 8 Stück. Ich bin so froh, zurück zu sein. Das Labor war so dunkel und gruselig. Ich hab's nicht gemocht. Hä? Ich hab das gefunden im Labor. Ah, ein Trinket, 9 von 20. Sehr schön. Irgendeine Idee, was es tut? Nö, keine Ahnung. Aber es scheint wichtig zu sein. Vielleicht passiert irgendwas, wenn wir alle finden. Wer weiß. Wer weiß, vielleicht. Danke fürs Retten, Captain. Gut, gerne doch. Und ansonsten, also, ja, was heißt ansonsten? Sie danken fürs Retten, ich danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht's dann weiter vor dem Schiff auf der Suche nach den letzten beiden oder drei, ich weiß nicht genau, Crewmitgliedern. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.